Du meinst vielleicht, wenn du die Bilder der Teilnehmer im Internet siehst, das sind alles Profis, da kann ich nicht mithalten. Das denken fast alle. Und die Teilnehmer sind dann ganz erleichtert, wenn sie sich kennenlernen, dass ja jeder nur mit Wasser kocht. Aber es stimmt schon, die Zeit in der Akademie ist eine ganz besondere. Und es werden durch gezielte Anleitungen und durch deine eigene Übung Fähigkeiten entwickelt und Talente geweckt, die vorher ganz versteckt waren. Danke. Jetzt greife ich wieder zu der hellen Farbe und setze die wieder hier an. Ja, das habe ich ja extra freigelassen. Und ihr seht, dass es auch funktioniert, dass man so große Gruppen lässt. Ja? Hier hätte ich fast ein bisschen mehr lassen können. Schauen wir mal, ob ich hier ein bisschen, ja, es geht alles. Die Teilnehmer sind immer sehr überrascht, was sie nach 1,5 Jahren für ein grandioses Abschlussgemälde malen. Und auch du wirst über die Fortschritte, die du in der Malerei machst, wirklich staunen. Immer wieder höre ich den Satz: Ich würde ja gern teilnehmen, aber ich glaube, das lerne ich nie, das traue ich mir einfach nicht zu. Wenn du so etwas sagst, stellst du dir selbst eine Hürde in den Weg, die es dir schwerer macht, das Ziel zu erreichen. Wenn du den starken Wunsch hast, malen zu lernen, bist du auch dazu befähigt. Wenn ich das zu dir sagen würde, das traue ich dir nicht zu, das lernst du nie, dann würdest du das als anmaßend und unhöflich empfinden. Sowas, was sage ich natürlich auch nicht. Deswegen solltest du zu dir selber auch freundlicher und geduldiger sein und alle Chancen zulassen, die dir helfen, dich zu entwickeln. In dem Moment, wo du mit der Selbstentwertung aufhörst, bist du dem Ziel näher. Der nächste Jahrgang der Akademie beginnt Ende Oktober mit dem dreitägigen Seminar Grundlagen der Illusionsmalerei. Es sind jetzt noch einige Plätze frei, aber einige Wochen vor Start könnte es dann eng werden. Deswegen warte nicht zu lange.